Hey zusammen, da ist der Niklas und ihr schaut den Videogang. Und das ist Top Edition 213. Wir von den Content Makers sind an der Berufsmesse Zürich gsi und haben dort einen eigenen Stand aufgebaut. Und zwar Berufswahl Stage. Dort haben wir Gäste interviewt, wir haben dort Auftritte gehabt, wir haben einen Talent Award gehabt. Es hat Auftritte gegeben von Stars, aber auch von Zuschauern und Besuchern natürlich. Und jetzt zeigen wir euch einen Zusammenschnitt vom Ziehstück. Test, Test. Hallo, hallo. Okay, Test, Test. 1, 2, 3, Test. 1, 2, 3, Test. 1, 2, 3, Test. Test, 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 Test. Hi, und mein Name ist Tim. Hallo, hört man mich? Test, 1, 2, 3, ja. Test, Test. Hallo, Test, Dario. Hallo. Test, Test. Hallo, Test. Jetzt gehen wir live. Stage Talk. Hallo und herzlich willkommen zum Brüssel Stage Stage Talk. Ich habe jetzt bei mir Jackie Helfenberger, die Leiterin vom Akzent Sprachbildung und die Geschäftsführerin davon. Genau. Wie läuft so eine Planung ab für so eine Sprachbildungsreise? Also guten Tag, ich bin Jackie Helfenberger von Akzent Sprachbildung. Entschuldigung. Und unsere Firma gibt es schon 14 Jahre. Und die Planung von so einer Sprachreise ist so, dass jemand, der möchte mal ins Ausland gehen, Sprachen lernen, Erfahrungen sammeln, zu uns ins Büro kommt. Wir haben zwei Büros, eins in Zürich Stadelhofen und eins in Pfäffiken. Und einmal alle Sachen auf den Tisch legt, was er sich so vorstellt an Sprachen, die man möchte lernen, also die Sprachen, die man möchte lernen, wohin das er möchte gehen. Also er möchte alles in seinen Rucksack packen an Erfahrungen und wir machen dann eine Art Auslegeordnung und finden heraus, was ist das beste Programm mit dem Budget, mit den Ideen. Manchmal kommen dann Kunden und wissen überhaupt noch nicht, so was sie möchten machen. Und wir versuchen, oder wir machen dann eine Bedarfsanalyse, stellen alles zusammen. Genau. Test, Test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hallo. 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 Hey, wieso haben Sie mich ausgestellt? Haben wir jetzt besseren Sound? Haben wir jetzt besseren Sound? Haben wir jetzt besseren Sound? Zwei Mikrofone am Start. Was? Nein, aber es drei nicht. Einmal, hallo. Hallo, ja. Tun wir mal gleichzeitig reden. Das ist jetzt ein guter Test. Was? Hören ihr uns alle? Ja! Jetzt gehen wir live. Herzlich willkommen an der Berufswahl Stage, Silvia Steiner. Wer sind Sie und was führt Sie an die Berufsmesse? Ja, ich bin Bildungsdirektorin vom Kanton Zürich. Ich heiße Silvia Steiner und in meiner Funktion als Bildungsdirektorin komme ich eigentlich alle Jahre an die Berufsmesse. Der kantonale Gewerbeverband, der KGV, organisiert das ja und freut mich dann auch mich an für ein Grußwort und da komme ich sehr gern. Es freut mich natürlich, wenn ich da sein darf. Ich bin auch jedes Mal sehr fasziniert, wie motiviert und leistungswillig die Berufsschülerinnen und Berufsschüler da ankommen, sich interessieren für die Themen, die da vorgestellt werden und ich glaube, es wird ihnen da auch sehr viel geboten, wird ihnen gezeigt, wie unser duales System, was für Möglichkeiten das man da hat und dass das Leben nicht nur so muss sein, dass man irgendwann mal das KV macht und dann bis 65 im gleichen Beruf schafft. Wie würden Sie Ihren Beruf einem Jugendlichen erklären? Ja, ich war kürzlich an einer Globi-Vernissage, wo ich das Vorwort gehalten habe. Da hatte es ganz viele Schulkinder. Und denen habe ich das so erklärt. Halt stufengerecht. Wenn viele Leute meinen Namen auf einen Zettel schreiben, dann sagen sie, dass sie gerne wollen, dass ich zu den Schulen, den Lehrern und auch den Schülerinnen und Schülern schauen. Und angehende Berufsschülerinnen und Berufsschüler würde ich es so erklären. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir im Kanton Zürich gute Schulen haben. Und zwar vom Kindergarten über Primar- und Sekundarschulen, Berufsschulen und Gymi hin bis zu den Fachhochschulen und der Universität. Hallo! Yes!
Wir sind online. Es wird alles gestreamt. Und ihr könnt es schauen. Auf Brussel Stage auf YouTube. Genau. Live. Jetzt gehen wir live. Herzlich willkommen bei der Brussel Stage an der Brussmesse 2018. Ich bin da zusammen mit Damiano. Mit dem Damiano und Jonas. Und mit dem Jonas. Sind ihr schon an der Brussmesse schauen? Ja. Habt ihr viele interessante Sachen gesehen? Ja. Was interessiert euch so? Weiß nicht. Weißt du nicht, und du? Mich interessiert Radio und Fernsehen. Radio und Fernsehen, dann bist du da genau richtig. Wollt ihr irgendeinen noch einen Gruß sagen oder sonst irgendwie etwas sagen? Ich wollte aber grüßen. Ich grüße meinen Bruder. Ja, also sag mal, hallo Bruder. Hallo. Du grüßt wen? Meine Familie. Also, ein Gruß an seine Familie. Genau, hoi. Dann danke vielmals, dass ihr mitgemacht habt an der Brussmesse. Dann wünsche ich euch noch viel Spass. Ja, danke vielmals. Adi. Adi. Jetzt gehen wir live. Ich habe zwei wunderbezaubernbare Gäste neben mir. Was macht ihr? Wie heisst ihr? Letizia? Ja. Ich heiße Brian. Brian, was macht ihr da? Was führt euch an Brussmesse? Ja, wir haben halt Sachen angeguckt und Brian, was haben wir noch gemacht? Sachen? Ah. Ja, unten. Ah, ich habe Stifte genommen und Essen. Klar. Was? Und dann haben wir noch so Dresses. Yes. Okay. Ich habe zwar nicht so viel verstanden, weil es gerade ein bisschen technisches Problem gibt da hinten. Mach bitte ein bisschen Leute, Michi Liesiger. Redet noch mal. Ah! Was wäre denn dein Ziel? Tänzer zu werden. Was? Tänzer zu werden. Tänzer. Tänzer? Kannst du tanzen? Ja. Was tanzest du? So Hip-Hop und so. Hip-Hop? Tanzest du auch? Ja. Was? Auch Hip-Hop. Auch Hip-Hop? So. Tanzen wir zusammen? Nein. Nicht? Wieso nicht? Also wir tanzen schon zusammen. Ja, aber... Ja. Wieso? Also tanzen wir zusammen? Gehen wir zusammen in die Tanzgruppe? Also wir tanzen einfach in der Klasse. Ah, in der Klasse? Nicht ja. Du gehst nicht privat in die Tanzgruppe? Nein. Ja, cool. Wollt ihr sonst noch etwas mitteilen? Nein. Nicht? Okay. Dann danke vielmals, dass ihr da sind an der Brussel Stage und wir sehen uns bald wieder. Ja. Oh. Also, ja. Okay. Ja. Wie man hört, es gibt etwas, müsste ich richtig Hallo. Sein, oder? Jetzt gehen wir live. Ich bin da zusammen mit dem... Leonard. Leonard und... Esra. Esra. Esra? Ja. Ihr seid zusammen an der Brussmesse. Was habt ihr alles so gesehen heute? Wir waren an ziemlich allen Ständen. Ist es lang gegangen, bis wir bei allen durch sind? Ja, wir haben etwa 3 Stunden gehabt. Ja. Knapp. Was haben wir alles gesehen? Alles von dem Auto, das du nicht gestanden ist, bis zu Versicherungen. Ja. Was interessiert euch am meisten? Banklehre und Reisebüro. Informatiker. Informatiker. Und wieso gefällt euch das am besten? Ich habe das erste Mal mit Juni programmiert und Ja. Mit was programmierst du dann? Sie schreibt mit Java. Und du, warum interessierst du dich für die Bank? So, weil ich gerne mit Finanzen zu tun habe und gerne Geld verwalten. Habt ihr noch einen Gruß, den ihr jemandem sagen wollt oder so? Ja, ich grüße die ganze zweite Sekte. Ja, mein Lehrer, der Celentano. Ja, also super, danke vielmals, dass ihr da seid bei der Brussel Stage. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Vielen Dank. Hallo. Hört mich an? Hot damn. Hoi. Also wir machen jetzt einen weiteren Tontest, oder? Jetzt gehen wir live. Stage Talk. Ja, liebe Damen und Herren, wir sind jetzt da wieder an der Berufswahl-Stage. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neben mir sitzt Arthur Glättli. Arthur Glättli, wer sind Sie und was führt Sie an die Berufsmesse? Ja, also, mein Name ist Arthur Glättli, ich bin der Chef der Berufsbildung von SwissMem. Es führt mich dahin, weil unsere Berufe von der schweizerischen Maschine- und Elektroindustrie hier ausgestellt sind unter dem Label Faszination Technik. Und ich wollte natürlich schauen, wie das läuft, kommen die Jugendlichen, ja, mich informieren, was es so geht an dieser Berufsmesse. Sehr interessant. Wie würden Sie Ihren Beruf jetzt einem Jugendlichen erklären? Also ich würde es so erklären, wenn das, was ich mache, nicht wäre, dann gäbe es keinen Polymechaniker und keinen Automatiker.
weil wir sind zuständig für die Berufe. Wir sie formen, wir machen Bildungspläne, machen Prüfungen entwickeln, die Lehrmittel entwickeln dazu. Also wir pflegen eigentlich die Berufe in der ganzen Schweiz pflegen von der MEM-Industrie. Das sind also Polymechaniker, Automatiker, Elektroniker, Konstrukteur, Anlagen, Apparatenbauer und noch weitere Berufe. Kaufleute von der MEM-Branche beispielsweise. Sehr interessant. Heute Morgen habe ich Silvia Steiner, Bildungsdirektorin vom Kanton Zürich, hier im Interview gehabt. Ich habe ihre Audio-Frage gestellt, wie Berufe entstehen. Sie hat sie mir jetzt können geben, die Antwort. Wie lange geht das, bis so ein Beruf entsteht? Ja, also wenn natürlich ganz neu entwickelt ist, dann muss man sicher mit 5-6 Jahren rechnen. Weil bis alle Abklärungen macht, bis alle Bildungspläne geschrieben sind, bis man weiß, wer das umsetzt, geht es natürlich so lange. Normalerweise ist es so, dass die Berufe überarbeitet werden, nicht komplett neu gemacht werden. Das machen wir jetzt gerade mit unseren technischen MEM-Berufen. Kurze Durchsage, der Fabian Giesler, wenn der noch da ist, deine Klasse sucht dich. Sie sind schon gegangen, sie suchen dich. Fabian Giesler, falls du noch da bist, melde dich bei uns, wir helfen dir. Danke. Jetzt gehen wir live. Stage Talk. Dienstagnachmittag um 4 Uhr. Wir sind jetzt da mit dem Sandro Brutz. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Messe, für die Einladung. Ich bin gerne gekommen und ich sehe, ihr seid einen Schritt weiter, ihr seid einen Quantensprung haben die gemacht. Genau. Letztes Jahr sind wir als Radiostudio gesehen, jetzt sind wir in einem Fernsehstudio. Das erinnert mich fast ein bisschen an mein Studio. Jawohl, wir haben ein bisschen aufgerüstet und sind jetzt noch in einem weiteren Sinn haben wir hinzugefügt. Stell dich doch kurz vor. Boah, ich stelle mich kurz vor. Das heisst, das Einfachste ist zu sagen, dass ich Journalist bin aus Leidenschaft, aus Überzeugung, weil ich wirklich daran glaube, dass die Medien ganz wichtig sind für die Meinungsbildung, für junge und für ältere Menschen. Und sonst bin ich 49, habe einen Sohn und bin auch noch ein leidenschaftlicher Sportler. Das ist wundervoll. Du bist ja Moderator von der Rundschau. Wie kommt man dazu? Man geht einfach mal vorbei und fragt, ob es einen Job frei hat und dann kommt man darüber. Nein, natürlich ist es viel schwieriger und viel längerer Weg. Also ich habe vor 30 Jahren angefangen, indem ich das KV gemacht habe. Das KV bei einem Gastrobetrieb und dort immer wieder Lust gehabt, zum selber schreiben und habe dann auch können für die Hauszeitschrift dort Texte machen und habe gemerkt, das ist etwas, was mir gefällt. Und habe dann den Weg weiterverfolgt und habe ein Praktikum gemacht bei einer Lokalzeitung, da ganz in der Nähe. Und ja, das eine hat dann das andere ergeben. Lokalzeitung, Lokalfernsehen, Lokalradio. Und jetzt turne ich da schon seit 30 Jahren rum. Muss ich mich irgendwie in eine Richtung bewegen, weil du dich ständig am Bewegen bist? Nein, ich glaube, bei dir ist es richtig. Okay. Entschuldigung wegen dem. Ist das schon immer dein Traumberuf gewesen? Hast du schon immer Journalist werden? Also als Kind wollte ich Archäologe werden, dann wollte ich Hotelier werden, aber Journalismus war eigentlich immer das, was mich interessiert hat, weil ich einfach immer ein neugieriges Ich war, wenn immer draußen irgendetwas passiert ist, wenn es irgendwo einen Brand gab, wenn es einen Unfall gab oder so, dann bin ich immer, behauptet meine Mutter heute sehr schnell vor Ort gewesen und habe sofort allen erzählt, was ich erlebt habe. Von dem her ist das vielleicht bei mir genetisch bedingt schon von Anfang an so gewesen, ja. Die Neugier. Das war es mit dem Dienstag und jetzt sehen wir, wie es am Mittwoch so gelaufen ist an der Brussels Stage. Ja, schönen guten Morgen, wir sind an der Brussels Stage live. Wir haben hier einen Livestream, es wird von 4 Kameras aufgezeichnet. Ihr könnt schauen auf YouTube. Neben mir sind 2 Gäste da. Wer sind ihr, wie heisst ihr? Maxim. Nikita. Und was macht ihr da? Wir sind da mit der Schule. Wie heisst euch in Klasse? Klasse Singere halt. Klasse was? Singere. Ich bin beim Mermor. Ja. Du bist beim Mermor? Ja. Super. Ja. Was haben wir heute schon alles gesehen? Halt verschiedene Berufe. Was hat dich so speziell interessiert? Eigentlich bin ich eigentlich wegen Banken da gekommen. So. Wegen der Banken? Ja, mich interessiert das halt so. Macht Geschäft? Ja. Ja? Geschäfte. Was für Geschäfte? Geschäfte. Okay. Woher kommen dir? Ich komme aus Russland auch. Wir sind Russen. Russen? Ja.
Sag mal, das ist die geilste Berufsmesse. Это самая клевая вещь для работы, где когда-либо. Er ist Russ, er weiß. Hat's gestimmt? Super. Ja, coole. Und sonst noch etwas da mitteilen den Leuten? Ja, folgt mir auf Insta. Folgt auf Insta. Ey, das sagen im Fall alle, ohne Witz. Ja, ich hatte so. Jeder, der da ankommt, hat das Gefühl, es folgt ihm nachher Leute auf Insta. Folgt auf Brass. Insta oder Snap? Was ist besser? Insta oder Snap? Insta, Insta, fix. Insta oder Snap? Insta. Insta. Wieso? Ich habe keinen Kollegen und auf Snap brauchst du Kollegen. Also ja. Willst du sonst noch ein Interview machen für euch? Eli, Eli, komm. Mach, mach, Eli, komm. Eli, komm. Eli, mach, komm. Eli ja, und Dennis. Dennis. Eli und Dennis. Komm. Der Eli, okay. Und der Elis. Neben mir sind zwei Gäste. Wie heißt ihr? Dennis. Ich heiße Elion. Elio? Elion. Was macht ihr da? Ja, wir schauen Prüfe an. Was gefällt euch am besten? Gibt vieles. Weiß noch nicht. Du bist eher so ein Bürotyp oder ein Handwerker? Beides. Beides? Ja. Wer so Büro. Büro. Was denkst du? Gefällt dir am besten? KV irgendwie. Und du? Ja, ich weiß auch noch nicht. Hast du mal erklärt, was KV ist? Ja, kommt drauf an, was für eine Richtung du machst. So Immobilien oder ja, Banken. Immobilien oder Banken? Ja, kommt drauf an. Was gibt es sonst noch? Versicherung. Was machen wir jetzt bei einer Versicherung als KV? Sachen versichern. Ja. Versichern? Ja, Leute versichern. Okay, gut. Danke vielmals, dass ihr da gewesen. Und ich wünsche euch noch ganz einen schönen Tag. Und schaut Profile Stage, Livestream, alle. Jetzt gehen wir live. Stage Talk. Hallo zusammen, wir sind da wieder an der Berufsmesse Zürich auf der Berufswahl-Stage, heute mit dem Robbie Koller. Wie geht's Ihnen heute? Ha, wie geht's? Eigentlich gut, das Wetter ist nicht gerade so wahnsinnig. Und ich hatte gerade einen Ärger gehabt mit dem im Nespresso-Laden, oder dürfen Marken nicht sagen, ich weiß gar nicht. Ich weiss nicht. Aber sonst geht's mir gut, ja. Sie sind ja damals vom Radio zum Fernsehen gewechselt, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ja, Radio ist ja ein spannendes Medium, das ich bis heute gerne mache, weil das ist so schnell. Man kann alles selber machen, man kann aufnehmen, schneiden, Regie machen und eine Sendung fahren. Aber gleich gibt es natürlich noch ein Element mehr, das Visuelle, das Bild. Und das hat mich einfach Wunder genommen. Und vielleicht bin ich ein bisschen eitel gewesen und auch noch ein bisschen bekannter werden, das weiss ich jetzt nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall bin ich dort zum Fernsehen und da denke ich mir, wie unglaublich kompliziert und komplex Fernsehen ist und darum habe ich eigentlich fast immer von dort weg beides gemacht. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we design. Hey, I remember observes, I was just a crow, but I was just Vanessa with my counterfeits, but now I'm counting this. Bob is sober, my account that lifts effect, I'm down in this. Do say with my boopay, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy you Esther World with my taste buds. Ooh, that good, won't you taste it for me, taste buds? I can nothing, hey, turn it for the extras. Pull up on your block and pay and duck and pay and treacherous. AM to the PM, PM to the AM. It's a shop of deer, you just gotta hate him. Hey, if it's the season, I just rock Mercedes. Hey, if I quit the season, I just rock the baddest. Mach bitte einen riesen Applaus für Joel! Danke vielmals, super gsi. Ja, danke vielmals, wie heißt du nochmal? Fatjon, F-A-T-J-O-N Gang. Fatjon, danke vielmals, grosser Applaus für dich. Das war es mit der Top Edition 213. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Nächste Woche geht es weiter mit dem Donnerstag und mit dem Freitag. Skott!